Hi, habt ihr den Ghost Whopper? Diesen Halloween Whopper? Ja. Den habt ihr. Dann hätte ich den gern einmal bitte. Mit Käse oder normal? Normal. Im Menü? Einzeln und eine große Cola Light mit Eiswürfel. Große Cola Light mit Eiswürfel? Genau. Ja, ist in Ordnung. Passt. 778, dann bitte 2 Cent vor. Danke. Bitte. Hallo. Hi. Danke. Hey, ich bin immer allein. Kann man auflegen oben. Geht auf? Ja. Braucht man den Pin nicht immer, gell? Ja. Das ist ganz. Aber ist auch mit Grenzebetrag, ne? Ja, bis 25 Euro, glaube ich. Ja, Dankeschön. Ja, ja. Wie? Zettel? Ja. Cool. Dankeschön. Ich habe meine Lauf passiert, ich habe irgendwas mit 24 Euro gegangen. Ja, genau. Genau. Geht nicht mehr. Nee, leider nein. Ciao. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Sangre Fast Food Review. Wir haben unser Essen, jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. Oh, Scheiße. Kann sein, dass die Sonne jetzt hier die ganze Aufnahme ruiniert, aber damit müssen wir jetzt leben. Der Ghost Whopper von Burger King. Endlich gibt's mal wieder einen Halloween Whopper von Burger King, auch wenn er nicht Halloween Whopper heißt, sondern Ghost Whopper. Dieses Jahr gibt's den auch wieder in fast allen großen BK-Ländern, nenne ich es jetzt mal, also in den USA gibt es Also in den USA gibt es den Ghost Whopper, in England gibt es den Ghost Whopper und jetzt in Deutschland eben auch. Und da stellt sich für mich dann die Frage, wenn es beim Ghost Whopper geht, dass es das auch in Deutschland gibt und in den USA, warum geht es dann bei anderen Burgern nicht? Und warum bekommen wir dann immer diese furzlangweiligen Aktionsburger, wenn man ja anscheinend weltweit so einen Burger auch auf den Markt bringen kann zu einem gewissen Event? Naja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt bezahlt habe, weil ich habe leider nur den Kassenbeleg für die Kartenzahlung bekommen. Und da steht nur der Gesamtbetrag drauf und das sind 7,78 Euro. Also werde ich irgendwas so um die 5 Euro wahrscheinlich bezahlt haben. Tablett! Leck mich am Arsch, ist dieses Tablett dreckig. Aber das macht nichts. Ich tue die Burger ja eh immer auf diesen Burgerpapieren praktisch hinlegen. Auf das Tablett. Ja, es gibt eine extra Verpackung für den Ghost Whopper. Krass. Riecht echt käsig. Wir haben jetzt ja alle mittlerweile mitgekriegt, dass da Käsearoma drin ist. Und es riecht auch wirklich nach Käse. Er ist weiß, deswegen Ghost. Mir hat der schwarze und der grüne besser gefallen. Wobei der grüne ja bei uns nie wirklich auf dem Markt war. Was ich sehr schade finde. Beim schwarzen hat man danach grüne Scheiße gehabt. Ja, mal schauen. Vielleicht wird sie hier blau oder lila, wer weiß. Wir haben das Ghost Whopper Bun eben mit dieser Käsegeschichte drin. Darunter verbirgt sich Mayonnaise, auch weiß, Salat, Tomaten, Zwiebel, Gurken, das Beef Patty, Ketchup und unten haben wir nichts, nur noch das weiße Bun. Meiner ist ein bisschen hart, mein Bun. Hoffentlich taugt's mir. Wir nehmen mal hier die Seite. Die da, die nehmen wir. Irgendwie hängen überall Haare von mir. Das ist das Problem eines Bartträgers. Ich rieche immer noch nur den Käse. Schmecken tue ich ihn im Moment tatsächlich noch nicht. Ah ja. Jetzt kommt es ein bisschen durch. Soll ich das da stehen lassen? Ah ne, das stört mich dann noch. Es riecht mehr, als es schmeckt. Also nach Käse riecht es mehr, als es schmeckt. Und das verwirrt mich gerade ein bisschen. Also das versucht gerade meinen Kopf so ein bisschen zu verwirren.
Weil ehrlich gesagt schmecke ich nicht. Oh, Salat in meine. Nee, ist nur eine Tomate. Ich beiß jetzt nochmal rein. Mit Zwiebel jetzt. Es gibt so einen. Probier's mal so. Mein Bun schmeckt nicht nach Käse. Es riecht nur nach Käse. Sonst schmeckt er eigentlich ganz normal nach Whopper. Ich persönlich mag den Whopper ja. Ich habe den vor ein paar Monaten wieder für mich entdeckt. Als ganz normaler Burger, ohne großen Schnickschnack. Einfach nur mit Mayo und mit Ketchup, obwohl ich Mayo eigentlich nicht so der große Fan bin auf Burgern. Aber beim Whopper funktioniert es, finde ich. Weil hier, ich weiß nicht, aber wir machen es wie immer. Ich esse das Ding auf und nach dem Speed-Up gibt es dann die Bewertung. Ja klar mag ich Halloween. Keine Ahnung, schon als Kind. Ja, schon ewig. Wie albern. Ja, ich bin 35. Ja, also lass mich doch. Ach komm, halt doch du dein Mann. Als ob du so... Ach komm, leck mich doch. Wie bitte, was? Kommen wir zur Bewertung. Der Ghost Whopper von Burger King bekommt von mir 4 Bärte. 1, 2, 3, 4. Ohne Spaß, am Anfang, also nach den ersten 3 Bissen, war ich komplett enttäuscht, weil ich nur, ich habe nur gerochen, dass Käse drin ist, habe aber den Käse nicht geschmeckt. Was aber dann komischerweise passiert ist, ich habe immer mehr davon gegessen und habe den dann noch weiter gegessen, habe ihn dann noch fertig gegessen und wirklich so nach der Hälfte ungefähr hat es dann angefangen leicht käsig zu schmecken. Im Großen und Ganzen passt es wirklich gut zum Whopper. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch ein bisschen mehr käsig ist die ganze Geschichte. Also wirklich noch ein bisschen mehr in your fucking face. Deswegen sind es keine 5 geworden, sondern nur 4. Aber ohne Scheiß, hätte ich bei der Hälfte aufgehört, wäre das ein Bart gewesen, weil es einfach nur albern war. Ich habe nur gerochen. Der hat so intensiv nach diesem Käse gerochen. Also sowas hatte ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass ich praktisch bis zur Hälfte nichts geschmeckt habe von dem Bun und dann ab der Hälfte plötzlich alles. Keine Ahnung, was das war. Würde ich ihn mir wieder kaufen? Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Macht es den Whopper besser? Nein, aber anders. Es ist eine gute Variation von einem Whopper. Das ist sozusagen wie wenn man praktisch einen Whopper mit Käse bestellt. Könnte man da jetzt sagen, das ist halt ein Whopper mit weißem Käsebun. Besser hätte es ihn gemacht, wenn es noch käsiger geschmeckt hätte. Aber dann ist die Frage, ist es dann noch ein Whopper? Wisst ihr, so wie diese Frage mit dem Big Mac, wenn da Bacon drauf ist, ist es dann noch ein Big Mac? Darüber sollen sich andere Leute den Kopf zerbrechen. Ich habe noch eine lustige Anekdote zum Ghost Whopper. Und zwar hat mir ein Follower auf Instagram geschrieben, der Pille-26 heißt er, glaube ich. Er ist Kammerjäger. Und jetzt passt auf. Und ist eben auch ab und zu in Restaurants und auch in Systemgastronomie unterwegs. Und die Mäuse sind vorzugsweise auf dieses Ghost Whopper Bun losgegangen. Das war keine 24 Stunden in der Filiale und schon haben die Mäuse angefangen, es anzuknabbern. Die Hygiene in deutschen Fastfood-Restaurants. Ein Graus. Ja, Leute, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry.